Liebe Toast Family, was ist der größte Feind eines Toast? Richtig, Enten. Seit Jahrtausenden liefern wir uns einen unerbittlichen Kampf auf Leben und Brot mit diesen von Satan höchstpersönlich erschaffenen Kreaturen mit Schwimmhäuten, Flügeln und, ich vermag es kaum auszusprechen, Schnäbeln. Ja, aber heute, liebe Freunde, heute werden wir nicht verlieren. Heute werden wir uns dieser Bedrohung stellen. Heute sind wir im Endgame. Tobi Toast. Let's Plays mit Geschmack. Oh, ist das ekelhaft. So, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Indie-Horror-Game. Wir spielen heute Anatia Dephobia The Game, beziehungsweise zu Deutsch übersetzt auch so viel wie die Phobie, beziehungsweise die Angst vor Enten, ja? Und für den einen oder anderen mag das Ganze jetzt vielleicht ein wenig lustig, wenn nicht sogar lächerlich erscheinen, aber man darf natürlich nicht vergessen, ja? Wir sind die Toast Family. Wir sind Toast, ja? Und Enten essen Toast, ja? Deswegen, das sind böse Kreaturen. Das ist die Saat des Satans. Die Saat des Satans. Die Saat des Satans ist das, ja? Und deswegen glaube ich, ja, ich habe jetzt wirklich die starke Vermutung, dass dieses Spiel, dieses unscheinbare Spiel, ich glaube, das wird bisher alles übertreffen, was wir auf diesem Horror-Channel bisher gespielt hatten, ja, das übertrifft Five Nights at Freddy's, das wird Outlast einfach wegklatschen, das ist das neue Alien Isolation im Albtraum-Modus, liebe Freunde, ja, oder beziehungsweise nehmen wir mal Alien Isolation im Albtraum-Modus, Five Nights at Freddy's und Outlast, ja? Und die machen so ein richtig hässliches Kind in so einer Dreierbeziehung, weißt du? Und dabei ist dieses hässliche Ding rausgekommen. Naja, auf jeden Fall geht es in diesem Spiel darum, dass wir wohl von Enten verfolgt werden. Und ich werde heute einfach mal... Wir müssen Quietscheentchen einsammeln. Das habe ich eben schon im Intro gelesen. Und ich werde heute einfach mal versuchen, meine Angst vor Enten ein wenig zu überwinden. Ich hoffe, die knabbern mich nicht an. Ich wurde schon mal von einer Ente angegriffen. Das war kein schönes Erlebnis. Aber ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach mal auf Play. Auf Play. Was? Nein! Ist das dein Ernst? Jetzt werden wir von Enten verfolgt. Oh, guck mal, das ist eine Quietsche-Ente. Auch süß. Guck mal. Okay, wir müssen 8 Enten. Oh, das ist ja fast wie Slender, liebe Freunde. Ich muss mich korrigieren. Das ist eine Mischung aus Alien Isolation, Outlast, Five Nights at Freddy's und Slender. Das ist doch viel schlimmer, als ich dachte. Draußen wachsen Gummibäume. Das ist noch viel furchterregender, als ich zuerst dachte. Ich sehe das jetzt erst gerade. Wir haben ja ein Angstometer. Geil. Guck mal, hier die kleinen Entchen. Die sind echt gut versteckt. Muss ich schon... Viele sitzen da. Zwei übereinander. Ich glaube, das Spiel ist richtig gut programmiert. Ich merke es schon. Aber wo sind denn jetzt die Enten, Alter? So, richtig schönes Badezimmer hier, Alter. Der hat auch richtig Platz hier in seiner Bude, ey. Das war eine Stockente, das war eine der ganz bösen Art gewesen, liebe Freunde. Wir müssen Acht geben. Man weiß nicht, was hier noch so unterwegs ist. Was ist das? Was ist das da? Oh, Gott. Oh mein Gott, jemand hat hier das Klopapier auf den Boden gestellt. Und Bilder noch dazu. Was ist das hier für eine überdimensionierte Oh mein Gott. Alter. Das ist nicht nur einfach eine Ente, liebe Freunde. Das ist so eine Mischung aus King Ghidorah, ja, und Enten. Eine dreiköpfige Ente. King Dacus oder so. Ich weiß es auch nicht genau.
Enten. The Duck is watching. Ja! Oh mein Gott, ist das eine Gans? Oder ist das eine weiße Ente? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wie viele Quietsche-Entchen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen hier echt Acht geben. Wo sind die Quietsche-Entchen, liebe Freunde? Wo sind die Quietsche-Entchen? Hier liegt überall. Warum liegt die überall im Haus Klopapier rum? Kann mir das mal jemand erklären? Ohne Kaffeemaschine. Ah! Sie sind überall. Sie sind überall, liebe Freunde. Oh, warte. Ich kann, jetzt geht's nicht mehr. Komm, ich hab versucht drin zu bleiben. Oh, schade, ich war gerade so richtig in Schwung gewesen. Was war das gewesen? Entschuldigung. Ich habe gerade mal versucht, so ein bisschen in der Rolle zu bleiben, aber das hat leider nicht so ganz funktioniert. Das Spiel ist ein einziger Scherz. Freunde, ich habe keine. Kann man sowas hochladen? Ich habe keine Ahnung. Das ging ja noch nicht mal 5 Minuten. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, dann. Weiß ich auch nicht. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr machen könnt? Also, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt eure Angst vor Enten heute auch mal ein wenig mit überwunden. Ja, ihnen mal wirklich die Stirn geboten und ihnen gezeigt, ja, dass wir nicht untätig rumsitzen, während sie unsere Artgenossen fressen, liebe Freunde. Ja, gebt es an eure Freunde weiter. Gebt es an eure Familie weiter. Enten sind böse. Wir müssen diese Botschaft verbreiten. So, und ich würde an dieser Stelle sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal, wenn wir wieder irgendwelchen Enten davonlaufen. Bis dahin und tschüss, euer Tobi.